Лекарство от старости. Schon ewig wird ein Medikament gegen das Altern gesucht. Natürlich ist das ewige Leben nur eine Fantasie, aber das Leben über 100 ist ganz klar zu erreichen. Was haben diejenigen, die so lange leben im Vergleich zu anderen? Wird man mit 90 noch aktiv und zugleich arbeitsfähig bleiben können? Es gibt einen russischen Wissenschaftler, der Antworten auf diese Fragen hat. Seine Befunde sind einmalig, seine Empfehlungen sind reell. Sein Name ist mittlerweile weltweit bekannt. Direktor des St. Petersburger Instituts für Bioregulation und Gerontologie, Vizepräsident der Gerontologischen Gesellschaft der Russischen Akademie der Wissenschaften, Präsident der Internationalen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie Europäischer Region, führender Spezialist für Gerontologie und Geriatrie des Gesundheitskomitees, Berater des Komitees für Sozialpolitik in St. Petersburg, Chefgerontologe in St. Petersburg und Präsident der Europäischen Regionalen Niederlassung des Internationalen Verbandes für Gerontologie und Geriatrie, Doktor der medizinischen Wissenschaften. Wladimir ist am 27. November 1946 in einer Militärfamilie geboren. Nicht ganz so gewöhnlich war auch der Ort seiner Geburt. Ich bin auf einem Militärstützpunkt in Cottbus geboren. Das war nach dem Krieg und mein Vater war in dieser Zeit Offizier im Militär in Deutschland. Er diente in der Panzereinheit, die von Marschall Jakubowski geführt wurde. Jakubowski wurde dann Kommandant vom Warschauer Pakt. Also Jakubowski war zuvor der Kommandant der Brigade und mein Vater der Kopf der Zentrale. Aus Deutschland sind wir dann nach Weißrussland gezogen. Da hat mein Vater auch in verschiedenen Abteilungen gedient. Und dann sind wir nach Minsk gezogen. Ordnung und Disziplin hatten in seiner Familie schon immer Priorität. Ihm war es bestimmt, eine Position im Militär einzunehmen. 1959 tritt er in Minsk in die Suworow-Akademie ein. Diese Schule wurde 1953 eröffnet und galt als die beste Schule der SSSR. Es gab dort die besten Lehrer, das waren militärische Professoren und galten als die anerkanntesten Weißrusslands. Die Vorbereitungen und Unterrichte waren alle sehr anspruchsvoll und auf höchstem Niveau. Die Schwerpunkte waren Sprachen, Geografie und Verständnis zu amerikanischen und englischen Kriegszügen. Es wurden überwiegend auf die Disziplin, Struktur, Ernährung für alle jungen Menschen geachtet. Das Ergebnis war ein vollkommen gesundes Leben und ich habe die Schule mit einer goldenen Medaille abgeschlossen. Ich habe ebenfalls viel Sport gemacht und ich war Meister Weißrusslands im Boxen und Laufen. Nachdem ich die Medaille bekommen hatte, wurde ich zum Mitglied der KPSS nominiert. Danach stellt sich die Frage, wohin nun? Wladimir Havison interessierte sich sehr für die Raketenforschung, aber seine Eltern wollten, dass er ein Militärarzt wird. Mit seinen goldenen Medaillen und seinen sportlichen Erfolgen standen ihm alle Türen offen. Letztendlich entschied er sich doch für die Militärmedizinische Akademie. Als dann die Prüfungen näher rückten, wurden mir drei Assistenten gestellt, damit ich auch alles richtig mache. Ich habe dort natürlich alles mit Bravour bestanden, alle Fächer mit 1+, darunter Chemie und Englisch. Deshalb wurde ich sehr schnell in der Akademie aufgenommen. Das war die beste und älteste Akademie, auf der die angesehensten Wissenschaftler dieser Zeit waren. Pirogov, Pavlov, auch die besten Pharmakologen. Sie alle arbeiteten in der Militärmedizinischen Akademie. Militärische Studienjahre für Wladimir und seinen Freund Vyacheslav Morozov waren nie ohne Stress. Sie verbrachten ihre komplette Zeit damit, unzählige Experimente durchzuführen und tausende Bücher zu lesen. Freizeit besaßen sie kaum welche, aber das haben sie sich nun mal selbst ausgesucht. На четвертом курсе мы публиковали первую научную работу. А на шестом курсе, как раз когда мы уже начали... Bereits im vierten Kurs veröffentlichten wir unsere ersten wissenschaftlichen Arbeiten. Im sechsten Kurs haben wir begonnen, Peptide aus Organen von Kälbern zu gewinnen und bekamen dafür die erste Prämie bei einem Wettbewerb für wissenschaftliches Arbeiten. Das waren interessante, unbekannte, neue Entdeckungen. Wir haben uns entschlossen,
Diese Peptide für die Verbesserung der Funktion des Immunsystems und der Funktion der Epiphyse zu verwenden. Das haben wir während des Studiums der Militärmedizinischen Akademie unter der Führung von bekannten Wissenschaftlern Boris Fjodorowitscha Korovkina und Vasili Michailowitscha Vinogradova begonnen. Das waren sehr anerkannte Professoren, die uns bei unserer Arbeit sehr unterstützt hatten. Wladimir Chavisson hat sein Studium 1971 abgeschlossen. Er arbeitete als Militärarzt in transbalkanischer Region und kehrte dann 1988 zur Akademie zurück. Dort wurde er zum führenden Wissenschaftler zu Laborforschungen für Bioregulation ernannt. Dieses Labor wurde vom Staatlichen Komitee für Wissenschaft und Technologie SSSR gegründet. 1989 gründete Professor Chavisson eine medizinbiologische wissenschaftliche Organisation namens CITOMED. 1992 gründete er dann das St. Petersburger Institut für Bioregulation und Gerontologie. All diese Jahre befassten sich mit der Entwicklung von verschiedenen Präparaten von Peptiden, die die Konzentrate von Eiweißen im Körper wiederherstellen und das Altern verlangsamen. Wir haben 6 medizinische Präparate erschaffen, die das Immunsystem stärken und das Sehorgan unterstützen. Das erste Präparat wurde mit Erfolg zum Schutz von Laserentwicklungen von Waffen entwickelt. Das nächste zur Unterstützung der Prostata, Cortexin stärkte die Funktion des Gehirns, ein exzellentes Präparat, das leider für die Soldaten in Afghanistan hergestellt wurde. Viele der Soldaten dort waren von Gehirntrauma betroffen und wussten nicht, was sie dort tun sollten. Dieses Präparat hat die Funktion des Gehirns wiederhergestellt und gilt bis heute in der Funktion und Aktivierung als das beste Produkt weltweit. Genauso wurde ein Präparat aus der Epiphyse entwickelt, Epitalumin. Als Chavisson und sein Partner Morozov Kadetten waren und vor dem Abschluss standen, war er schon bereit, die Prüfung für die nächsthöhere Ebene zu absolvieren. Er hat an vielen seriösen Arbeiten teilgehabt. Seine Arbeitsweise grenzte an Genialität. Es war sein Schicksal, Erfolg zu haben. Die Arbeiten seines Instituts gelten als brauchbar und sehr wichtig. Peptide sind sehr kleine Eiweiße in der Größe von 1 Nanometer. Sie bestehen aus 2 bis 10 kettigen Aminosäuren und zwingen die alternden Zellen so zu arbeiten, wie sie es im jungen, gesunden Körper tun. Im Ergebnis ist zu sehen, dass die biologische und funktionelle Aktivität der Organe wiederhergestellt wird und die Proteinsynthese sich normalisiert. Zurzeit hat Chavisson 39 verschiedene Peptid-Bioregulatoren zusammengestellt und 6 Medikamente, die von der Pharmaindustrie produziert und erfolgreich in der Medizin eingesetzt werden. Natürlich ist das eine sehr wichtige Richtung. Soweit ich weiß, gibt es momentan 26 Millionen ältere Menschen in Russland. In ungefähr 10 bis 15 Jahren werden es 40 Millionen sein. Das ist ein großes Problem weltweit. Dadurch wird die Medizin sehr stark belastet sein und deshalb ist der Kampf gegen das Altern auch so entscheidend. Wir sprechen heute um den Kampf gegen die Alterung. Heute ist das ein aktuelles Thema, da sich fast alle bekannten Wissenschaftler bereits im hohen Alter befinden. Deshalb ist es wichtig, ihr Leben weitgehend zu verlängern, weil ihr Potenzial so hoch ist. Wenn wir über Chavisson sprechen, hat er sein gesamtes Leben für diese Richtung geopfert. Das ist sehr interessant und wichtig. Deshalb müssen solche Leute unterstützt werden. In diese Richtung werden viele wissenschaftliche Arbeiten betrieben, die parallel zum Problem von Krankheiten bei älteren Menschen laufen. Das bezieht sich auch auf die Kardiologie, Endokrinologie und Chirurgie. Wenn man das immer wachsende Alter auf der ganzen Welt betrachtet, ist das ein sehr wichtiges und aktuelles Thema. In Wahrheit gibt es natürlich kein Allheilmittel für die Alterung. Wie man altert, hängt davon ab, wie man lebt. Aber dieses Auftauchen von Peptiden und wissenschaftlichen Befunden in dieser Thematik gelten als Durchbruch. Jetzt fasst dieses Thema mehr und mehr Fuß in der Öffentlichkeit. Wissenschaftler sind nämlich daran gewöhnt, an Zahlen, Forschungen und Fakten zu glauben und allen Experimenten, die bereits durchgeführt wurden und noch werden, Vertrauen zu schenken. Peptide, natürlich, das vermittelt Optimismus.
Es geht um die Verlängerung des Lebens. Das ist ein sehr wichtiges Problem auf der Erde. Besonders, weil wir in einer Zeit leben, in der es sehr viele negative Einwirkungen auf unsere Gesundheit gibt. Die Arbeit von Havinson ist sehr wichtig. Er ist ein sehr perspektivgerichteter Mensch und Wissenschaftler. Somit wurde alles gesagt. Ich wünsche ihm Gottes Segen. Alle unsere Peptide, ich nenne sie Havinson-Peptide, wodurch unterscheiden sie sich von anderen Peptiden? Havinson-Peptid ist eine Substanz, die bestimmte Gene reguliert. Also, was ist Altern eigentlich? Alterung heißt Reduzierung der Aktivität von Genen und Senkung der Proteinsynthese, weil die Gene die Proteinsynthesen kontrollieren. Senken sich die Proteinsynthesen, so reduzieren sich die Funktionalität der Organe, Krankheiten tauchen auf oder eben die Alterung. Also wenn wir die Gene aktivieren, aktivieren sich die Proteinsynthesen, somit erhöhen sich die Funktionalität der Organe und der Körper arbeitet viel effektiver und lebt somit länger. So erstellt sich die Lebensformel, also Peptide, Gene, Alterung. Früher wurde Havinson vorgeworfen, dass seine Experimente ausschließlich an Ratten möglich waren, deren Lebensspanne durch Peptide um 40% erhöht wurde. Aber wie das bei Menschen wirken wird, wusste keiner. Somit wurden die Experimente auf den Menschen übertragen, genauer gesagt auf Gruppen von Menschen und das auf einem längeren Zeitraum. Als wir damals unsere Peptide an Menschen getestet hatten und das 15 Jahre lang, geschah das an zwei unterschiedlichen Orten. Der erste Ort war das Institut für Gerontologie, Nationale Akademie für medizinische Forschung in der Ukraine, zusammen mit dem Akademiker Karpuchka Oleg Vasilievich, der gerade 83 Jahre alt geworden ist. Unsere Arbeit fand unter der Führung von Akademiker Chibatareva Dmitrija Fedorovicha statt, der zu SSSR-Zeiten Direktor der Akademie war. Wir begannen diese Arbeit in Kiew. Das war eine exzellente Klinik. Wir haben eine Gruppe zusammengestellt, deren Durchschnittsalter 65 Jahre betrug. Sie haben zweimal jährlich Peptide erhalten. Alles wurde dokumentiert, sie wurden zweimal jährlich für einen Monat in der Klinik untersucht und zweimal jährlich wurde das wiederholt. Nach 15 Jahren bekamen wir Ergebnisse, in denen stand, dass die Sterblichkeit der Patienten im Vergleich zur Kontrollgruppe um 50% zurückging. Ich und Havinson lernten uns in den 90er Jahren kennen. 91 kam er zu uns ins Institut und legte seine Ergebnisse vor und da wir im selben Themengebiet arbeiteten, haben wir uns entschieden, seine Experimente zu überprüfen. Wir haben überhaupt nicht mit so einem Effekt gerechnet, dass Peptide eine positive Einwirkung haben und die Lebensdauer von kranken Leuten deutlich erhöhen, besonders bei Herzerkrankungen. Weil bei der zweiten Gruppe, die keine Peptide bekam, war nach 15 Jahren der Unterschied der Sterblichkeitsrate um bis zu 40% höher. Heute werden Peptid-Bioregulatoren erfolgreich in der Gerontologie verwendet. Aber man darf nicht vergessen, dass sie zuallererst in Militärmedizin verwendet wurden. Als Präparat zur Steigerung der Ausdauer und Stärkung des Körpers in extremen Situationen während des Krieges. Das Ziel war es, die Leistungen der Soldaten im Kampf zu erhöhen. Somit war das auch auf Leistungssportler zu projizieren. Kein Wunder, dass die Trainer der Olympischen Spiele sich an Professor Havinson gewendet haben. Damals hat sich die Haupttrainerin der Leichtathletik Irina Oleksandrova Vina Usmarnova mit einer Bitte an uns gewendet. Sie bat uns, ihren Leistungssportlerinnen zu helfen. Es waren alles junge Mädchen, aber sie hatten alle unterschiedliche Probleme mit der Gesundheit. Als wir sie untersucht haben, waren wir sehr verwundert. Die Ausdauer war im Vergleich zum körperlichen Energieverbrauch viel zu gering. Also begannen wir mit genetischen Untersuchungen und fingen an, ihnen ein Komplex von Peptiden zu verabreichen. Für das Gehirn, für das Immunsystem, für die Knochendichte, zur Verstärkung der Gefäße und so weiter. Wir haben es geschafft, alle ihre Funktionen wiederherzustellen, um somit ihre Ausdauer zu verstärken. Das war vor der Olympiade in London. Und wir haben es geschafft, ihre Ausdauer so weitgehend zu verbessern, dass sie alle die Goldmedaillen gewonnen haben. Also bitte, da ist das Beispiel. Dieses Komplex von Peptiden ist unumgänglich für alle Leute, die jeglicher körperlicher Belastung ausgesetzt sind.
Wladimir Havinson war schon immer ein Mensch, der bereit war, mit Hilfe von Peptiden, der Wissenschaft und medizinischen Arbeiten die Welt zum Besseren zu verändern. Er hat schon immer zu 100% Vertrauen an seine Peptide gehabt. Deshalb waren seine ersten Patienten auch seine eigenen Eltern. Das ist meine Mutter, Anna Jakovlevna, die am 5. Oktober 2015 95 Jahre alt geworden ist. Und das Verwunderliche ist, sie hat bereits seit 30 Jahren Diabetes. Sie war unser erster Patient in der Verwendung von Peptiden, die wir aus dem Augengewebe gewannen. Nicht einmal Mäuse oder Ratten haben dieses Präparat zu diesem Zeitpunkt bekommen. Sie war die allererste. Und warum? Naja, der Arzt hat mir gesagt, dass sie durch die Krankheit das Augenlicht verlieren wird. Ich war natürlich geschockt. Das können Sie bestimmt verstehen. Ich sagte ihr, wir haben da ein Präparat. Wir denken, es wird sehr bekannt werden. Lass uns das bei dir durchführen. Das war ein historischer Moment in unserer Arbeit. Sie ist jetzt 95 Jahre alt geworden und sie sieht immer noch alles. Wir führen diese Kur zweimal jährlich für das Augengewebe bei ihr durch. Natürlich auch andere, wie bei dem Kreislauf für das Gehirn und so weiter. Das ist mein Vater. Er ist leider verstorben, als er 92 Jahre alt war. Und das auch nur, weil er von der Leiter gestürzt ist. Er bekam unsere Präparate ebenfalls fast 30 Jahre. Und was sehr interessant ist, er hatte überhaupt keine Krankheiten vorzuweisen. Keine Infarkte, kein Alzheimer, gar nichts. Wladimir Havinson ist in seinem wissenschaftlichen und medizinischen Umkreisen als sehr aktiv und leidenschaftlich bekannt. Seine Arbeitsfähigkeiten werden von vielen bewundert und er wird charakterisiert als Mann, der seine Ziele stets erreicht und nicht aus kommerziellen Gründen handelt, sondern nur um zu zeigen und zu beweisen, dass seine Präparate unikal sind. Действительно уникальны. Я ещё помню его, когда мы были молодыми людьми. Ich kenne ihn bereits aus jungen Jahren. Er war schon in der Militärmedizinischen Akademie sehr bekannt. Seine Gruppe befasste sich dort mit der Entwicklung von Peptiden auf die Verwendung in der Medizin. Ich glaube, das ging nicht so einfach und glatt voran. Doch auch nach so vielen Jahren blieb er sich treu in seinem Glauben und betreibt weiterhin jede Menge Forschungen in seiner Richtung. Wir haben uns das erste Mal auf einem Symposium sehr weit weg in ZFFK getroffen. Da kommt dann plötzlich so ein Mann auf die Bühne und behauptet, dass Peptide auf der DNS-Ebene arbeiten und somit phänomenale Wirkungen erzielen. Nach diesem Vortrag ging ich sofort zu ihm und fragte ihn, Wladimir, also ich habe eine DNS, da gibt's Enzyme. Wenn sie sich mit deinen Peptiden verbinden, dann könnten sich doch auch andere Enzyme aktivieren und regulieren, oder? Gib mir mal deine Peptide. Und er gab sie mir. Ich bin ein sehr unabhängiger Mensch und arbeite in der MGU. Ich habe es ausprobiert und tatsächlich, seine kurzen Peptide kontrollieren die Wirkung vieler Enzyme, vieler wichtiger Enzyme. Wir haben dann diese Arbeit veröffentlicht. Viele gehen sehr skeptisch damit um, so wie ich am Anfang natürlich auch. Aber nachdem ich mit meinen Kollegen diese Arbeit durchgeführt habe, haben wir gesehen, dass diese Peptide auf der DNS-Ebene arbeiten, die für die Kontrolle der Zellteilung verantwortlich ist. Es war sehr schwer daran zu glauben, aber Fakten sind Fakten. Er ist ein hervorragender Wissenschaftler in seinem Themengebiet, ein wunderbarer Organisator und ein sehr guter Mensch. Genauso muss ein großer Arzt und Spezialist zu seinen Arbeiten stehen. Ich kenne Havinson aus der Schulzeit oder von Beginn seiner Karriere an. Er befasste sich schon immer mit Gerontologie und mit Themen, die sich damit befassen. Er ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch, der sehr großes Interesse an seiner Arbeit hat. Wir haben diese Peptide untersucht und studierten deren Wirkung auf das Nerven- und Immunsystem. Und sie waren sehr effektiv. Man sagt, dass der Mechanismus des Körpers unbekannt und unerforscht ist. Aber was ist? Das ist, es funktioniert, das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Havinson kenne ich bereits seit 1966. Als ich der Militärmedizinischen Akademie beigetreten bin, war er bereits im ersten Kurs. Genauer gesagt hat er ihn gerade beendet. Bereits im zweiten Kurs befasste er sich mit Psychologie und Immunologie.
Er hat seine extrem hochgesteckten Ziele erreicht und jetzt können wir und das St. Petersburger Institut sehr stolz auf die Leistungen und Ergebnisse von Wladimir Kavinson sein, die er erreicht hat. Kavinsons Charakter und seine Energie helfen ihm, sich durch seinen steinigen Weg zu kämpfen. Das St. Petersburger Institut für Bioregulation und Gerontologie, in dem er der Leiter ist, befasst sich schon seit 23 Jahren mit der Verlangsamung des Alterungsprozesses. Peptide wurden als Bioregulationstherapie in der medizinischen Praxis eingeführt. Das galt für die Heilung und zur Vorbeugung von Krankheiten durch die Anwendung von Peptidkomplexen. Der erste medizinische und prophylaktische Zweck der Anwendung von unikalen Peptiden ist die Verringerung der Risiken der Erkrankungen und der Komplikationen, die dadurch auftreten können. Der zweite Zweck dessen ist, die Folgen einer Erkrankung zu reduzieren. Denn der Mensch stirbt nicht durch die Erkrankung selbst, sondern durch die Folgen, die diese mit sich bringt. Denn insbesondere die Einnahme von Peptidkomplexen, die zum Beispiel die Funktion der Bauchspeicheldrüse wiederherstellen, die Gefäße verstärken und das Risiko auf Diabetes mindern. Diese Präparate normalisieren das neuroendokrine System, also das Hormonsystem, und so weiter. Wir sprechen von einer komplexen Therapie. Ich kam hierher mit der Makuladegeneration, also meine Zellen im Augengewebe sterben vom Zentrum aus langsam ab. Hier haben sie den Prozess angehalten und meine Sehstärke hat aufgehört, sich zu verschlechtern. Ich bekomme Spritzen zur Stimulierung der Stammzellteilung im Auge. Der Prozess der Wiederherstellung und der Prozess der sterbenden Zellen gleicht sich jetzt so aus, dass keine Verschlechterung mehr stattfindet. Diese Präparate wirken ein halbes Jahr im Körper. Hier arbeiten nur Leute, die zielgerichtet sind auf Resultate, um eine Verbesserung zu erreichen oder wenigstens keine Verschlechterung. Unsere Fachgebiete sind Augenerkrankungen. Das ist die Richtung, die nicht mit der Chirurgie oder mit anderen Praktiken bekämpft werden kann. Unsere Peptide halten die Verschlechterungsprozesse an und kehren diese sogar um. Das ist praktisch das, was bis jetzt nie ein anderer erreichen konnte. Wir sehen hier Ergebnisse, die man sonst nirgends sehen kann. Unser Spezialgebiet ist die regelmäßige Zugabe von Peptiden. Deshalb kommen unsere Patienten auch in regelmäßigen Abständen jahrelang zu uns. Durch individuelle Kursanpassungen können wir die einzelnen Prozesse anhalten, die sonst zur Erblindung führen würden. Die Patienten, die zu uns kommen, behalten ihr Sehvermögen und verbessern es sogar darüber hinaus. Die Ophthalmologie ist eine der Hauptrichtungen des St. Petersburger Instituts für Gerontologie und Bioregulation, aber längst nicht die einzige. Die Kavinson-Peptide helfen bei vielen unterschiedlichen Krankheiten. Es können keine Antikörper gegen die Peptide produziert werden, da diese nicht als Fremdkörper angesehen werden. Deshalb können prinzipiell keine Nebenwirkungen dadurch entstehen. Eigentlich haben viele Leute versucht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Doch nur dem St. Petersburger Institut für Gerontologie und Bioregulation war es möglich, damit Erfolg zu haben. Wir befinden uns gerade im Labor für Bioinformatik und molekulare Modellierung. Zurzeit ist das der wissenschaftliche Höhepunkt. Warum? Die gesamte Biologie beinhaltet die Zusammenarbeit der Moleküle. Und an erster Stelle stehen Peptide und die DNS. Hier sehen wir ein Stück der DNS. Das ist ein Gen der Telomere. Und dieses Tetrapeptid, das hier zu sehen ist, es wurde gewonnen aus der Epiphyse, besteht aus 4 Aminosäuren, dringt in die DNS ein, fügt sich dieser und verbindet sich über chemische Verbindungen. Apropos, passen diese auch geometrisch perfekt rein. Das ist eine geometrische 3D-Perspektive, die mathematisch dargestellt ist und so sollte das auch in der Natur funktionieren. Die Zusammenarbeit von Peptiden und diesem Gen sorgt für den Start der Aktivität der bestimmten Gene. Und das Gen selbst kontrolliert die Proteinsynthese, so funktioniert das Leben. Zurzeit stehen uns Projekte bevor, in denen wir Tests mit synthetischen Peptiden durchführen werden, die von natürlichen Peptiden kopiert wurden, die aus dem menschlichen Körper aus unterschiedlichen Organen gewonnen wurden. Wir werden ihre Effekte und Wirkungen auf unterschiedliches menschliches Gewebe untersuchen und beurteilen, wie sich die Zellen dann regenerieren und wie sie sich verhalten. Wir hoffen natürlich auf hervorragende Ergebnisse, Patenten auf Peptiden in der medizinischen Ebene weiterarbeiten zu können.
Peptid-Bioregulatoren helfen dem Körper, sich selbst wiederherzustellen. Mehrjährige praxisgebundene Tests in medizinischen Bereichen zeigten deutlich höhere und positivere Ergebnisse als alle anderen Medikamente. Was die Verlängerung des aktiven Lebens der Menschen betrifft, ist Havinson im Gegensatz zur ganzen Welt an vorderster Spitze. In der Zeit, in der sein Institut besteht, entwickelten seine Spezialisten mehr als 40 anerkannte, mortalitätssenkende Produkte, die mit 180 Patenten in Russland, USA, Japan und anderen Ländern geschützt sind. Wir besitzen auch mehr als 20 Patente in Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Armenien, Aserbaidschan, Turkmenistan, dann Patente für ganz Europa, Patente für die USA, für Kanada, Australien, Japan, Südkorea. Alle Patente gehören uns für die nächsten 20 Jahre. Wir haben in den 4 Jahren mit Covinson sehr viel geschafft. Ein sehr großes Projekt ist dabei entstanden. Wir schufen eine riesige Enzyklopädie über Gerontologie. Das war eine Initiative von Covinson in Europa. Warum haben wir das dort gemacht? Wie wir immer sagen, alle Wissenschaftler diskutieren untereinander ihre Fragen aus. Wir wollen, dass der Austausch von Ergebnissen, von Daten und von Meinungen in einem sehr großen Maßstab abgewickelt wird. Es ist wichtig, dass diese Daten bis in die politische Ebene reichen. Es ist wichtig, diese Brücke zwischen der Politik und der Wissenschaft, die mit hohem Erfolg Covinson zu verdanken ist, zu erhalten. С большим успехом поддерживает Владимир Хацкевич это мост между политикой и наукой. Пептиды Ховинсона и Ховинсонс Пептиды, und das ist wissenschaftlich bewiesen, verlangsamen das Altern und verlängern die durchschnittliche Lebenserwartung. Es ist so, dass sich eine Zelle bis zu 50 Mal im Leben teilen kann und mit einer Einnahme von Peptid-Bioregulatoren wird dieser Wert auf bis zu 60 bis 65 Mal erhöht. Also eine wesentlich vergrößerte Lebenskapazität. Diejenigen, die dieses kleine Geheimnis bereits kennen, und zwar Patienten und Leute aus allen Regionen, von Araberscheichen bis zu bekannten Prominenten. Die Gäste unseres Instituts waren die, die man hinter mir sieht. Zum Beispiel der Vizeminister Thailands, Thaksin Shinawatra. Er kam mit einem Vorschlag zu uns, dass wir nach Bangkok umziehen. Da hat er bereits ein Gebäude für uns gebaut. Es sieht aus wie ein Raumschiff und steht bis heute noch leer. Er hat unsere Richtung von Anti-Aging sehr stark unterstützt. Und hier ist die Gouverneurin von St. Petersburg. Die hat mir eine Medaille für verdiente Wissenschaftler der Russischen Föderation übergeben, die vom Präsidenten Russlands unterschrieben wurde. Wir waren zu Besuch im Arabischen Emirat. Das ist der Minister für Energie in Abu Dhabi, Sheikh Said, der uns auch vorgeschlagen hat, nach Abu Dhabi zu ziehen. Es war Juni und es herrschten 38 Grad im Schatten. Ihr versteht es selbst. Dort ist es unmöglich zu leben. Da, auf diesem Foto, ist der Präsident der weltweiten Organisation für Gerontologie, Professor Cha aus Südkorea. Ich habe ihn gebeten, uns zu besuchen. Hier befinden wir uns gerade vor dem Parlament St. Petersburg. Das ist ein faszinierender Mensch. Das ist der Präsident der Firma Gazprom, Vyacherev, der uns eine Zeit lang auch als Patient besuchte. Hier will ich noch den Präsidenten Basfor Gas zeigen. Das ist die Tochtergesellschaft von Gazprom in der Türkei. Das ist noch Shoris Ivjanovich Alviorov, der unsere Richtung sehr unterstützt hat, der Vizepräsident der Wissenschaftlichen Akademie und Nobelpreisträger. Hier sehen wir den Präsidenten von Kasachstan, der unser Institut ebenfalls besucht hat. Er war von Anfang an hier und hat unsere Forschungen unterstützt. Hier ist der Nobelpreisträger aus Belgien. Hier sind 2 weitere Nobelpreisträger, Doherty und Zinkernagel, die ein Buch geschrieben und es mir signiert haben mit an Wladimir Covinson mit besten Wünschen. Ich wollte euch auch noch unbedingt diese folgenden Fotos hier zeigen. Das sind große Prominente wie Valery Leontief, der uns ebenfalls besucht hat und unsere Präparate konsumiert. Michael Sadorov sorgt sich sehr um seine Gesundheit. Igor Karneluk, dem wir geholfen haben, er hat sehr große Probleme mit Bronchitis. Astronaut Gretschka, dem wir auch geholfen haben.
Казалось бы, что может предложить Россия? Alle Vergaben von Nobelpreisen gehen an Amerika und auch Asien besitzt mit ihrem jahrhundertealten Wissen hervorragende Heilpraktika gegen das Altern. Reicht dieses Wissen nicht aus im Kampf gegen Krankheiten und das Altern selbst? Vielleicht. Und trotzdem kommen alle zu Professor Хавинсон. Едут в итоге все равно к Хавинсону. Когда я первый раз приехала сюда, но до лечения. Als ich das erste Mal hier war, bevor ich mit der Behandlung angefangen habe, war mein Zustand nicht sehr gut. Als ich nach der Behandlung zurück nach China gekommen bin, bewunderte jeder meinen verbesserten Zustand. Ich glaube, die Wissenschaftler sind nicht nur in Russland so bekannt, sondern weltweit, und ich bin sehr froh und zufrieden, denn das sind exzellente Leute. Nach meiner Behandlung hat sich meine Gesundheit einfach sehr stark verbessert. Und bei allen, die ich mitgenommen habe, um es auszuprobieren, hat es geholfen. Deshalb wollten wir die Forschungen unbedingt auch in China weiterführen. Wir haben schon oft über gemeinsame Projekte nachgedacht. Das erste Projekt, die Heilung von Patienten aus China, insbesondere für Augengewebserkrankungen. Da die Präparate nur hier in Russland registriert sind, dürfen diese nach Gesetz auch nur hier verwendet werden, weil sie in China verboten sind. In unserem Zentrum Древо Жизни, Baum des Lebens, das ist die Klinik, die unter der Führung vom Sankt-Peterburgen-Institut für Gerontologie und Bioregulation steht. Das war das Erste. Das Zweite ist die Lieferung unserer Peptide als Nahrungsergänzungsmittel und als Kosmetikprodukt in China, um es dort verwenden zu können. Das dritte Projekt ist der Aufbau eines wissenschaftlichen Centers in China, um dort zusammen zu forschen und zu experimentieren, um die Effektivität und Wirkung der Peptide zu beobachten. Eigentlich wurde Хавинсон aus vielen Ländern eingeladen, Russland zu verlassen, um in anderen Ländern zu arbeiten. Ihm wurden einige Kliniken, eine große Menge Geld und vieles mehr geboten. Doch dies wurde aus prinzipiellen Gründen immer abgelehnt. Ich will sagen, dass ich Russland treu bin, weil ich hier gelernt habe, ich habe hier meine Ziele erreicht und ich weiß, wie das hier gemacht wird. Zweitens finden sich hier sehr viele talentierte Leute, denn die Gene der russischen Leute haben ein sehr hohes Niveau. Deshalb lässt Russland mit 148 Millionen Menschen ein riesiges Potenzial zu. Klar fahren Leute weg, aber es kommt immer wieder eine neue Generation. Ich finde, die Quelle der talentiertesten Leute ist Russland. Deswegen arbeiten in meinem Institut ausschließlich talentierte Leute, weshalb es für mich auch so sinnvoll ist, hier zu bleiben. Ich habe ein neues Labor eröffnet für die molekulare Modellierung. Da arbeiten Biophysikerinnen und sie sind exzellent und talentiert. Das ist in Europa sehr schwer zu finden. Ich kenne Wladimir Хавинсон sehr gut und war dabei, als er von sehr vielen bekannten Personen besucht wurde, wie zum Beispiel der Familie Nazarbayev. Mich wundert es aber sehr, dass er alle Angebote von Leuten, die ihn besuchten, wie auch viele Leute aus den Emiraten, ablehnte, obwohl ihm auch vorgeschlagen wurde, dass sie Institute für ihn in ihren Ländern errichten wollen. Doch er blieb stets patriotisch. Ich will sagen, dass seine Interessen treu der Wissenschaft und seiner Arbeit dienen. Das ist ein Mensch, der auf dem Weg zum Ziel nie einen Stopp einlegt. Natürlich positiv gemeint. Und natürlich ist das Thema der Peptide, mit denen er sich nun seit mehr als 15 bis 20 Jahren aktiv befasst, im Interesse aller. Wir haben sehr viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Das ist ein sehr interessanter Mensch. Ich bin mir sicher, seine Arbeiten und seine Forschungen werden am Ende sehr hoch belohnt und ich glaube, er ist in der Thematik der Gerontologie der erfolgreichste Wissenschaftler und das nicht nur in Russland. Was könnte einfacher sein als die Einnahme von Peptiden? Aber der Professor sagt gleich, das ist nicht alles. Man braucht die richtige Einstellung und die richtige Lebensqualität. Lebensqualität. Warum gibt es in St. Petersburg so einen hohen Altersdurchschnitt? Weil das die kulturellste Stadt Russlands ist. Was bedeutet Lebensqualität? Das bedeutet richtige Ernährung, Sport, rechtzeitige Analyse. Das ist das System des Lebens. Keine Klinik, kein Krankenhaus wird hinter dir herrennen. Der beste Arzt für dich selbst bist du selbst. Wenn das jemand begriffen hat und selbst zu uns kommt, denen helfen wir gerne. Aber wir rennen nicht raus auf die Straße und schreien, komm zu uns,
Wir werden euch jung und glücklich machen. Alles kommt vom Menschen selbst. Wenn er das verstanden hat, wird sich das für ihn auszahlen und wir arbeiten gerne mit ihm. Natürlich muss sich der Mensch selbst für seine Gesundheit interessieren und was tun wollen. Wir sind nur da, um zu helfen, ihm was zu erklären und zu zeigen, was er braucht, was er tun muss, was er essen soll und was für einen Lebensstil er führen sollte. Wenn ein Mensch zum Beispiel von früh bis spät falsch isst, das heißt Kuchen, Fastfood, viele Fette und so weiter, denn man isst, was man isst. Gebratene Produkte, Süßigkeiten, Gebäck, das zählt alles in die Lebensqualität rein. Deswegen sagen wir, die Lebensqualität ist die Basis eines langen und gesunden Lebens. Darum sage ich immer, dass kein Mensch dir helfen kann, wenn du es selbst nicht willst. Wenn du zum Beispiel raus Drogen konsumierst, kann dir keiner helfen, jung und schön zu bleiben. Сохранение здоровья нации – это задача государства. Die Aufgabe des Staates beinhaltet, die nationale Gesundheit zu bewahren. Nur talentierte und gute Wissenschaftler können hierbei helfen. Hier wurden bereits 3 Generationen von Peptiden vom St.-Peter-Burgen-Institut entwickelt. Es gibt schon viele verschiedene Peptid-Bioregulator-Komplexe. Weitere Entwicklungen des Instituts gehen in die Richtung von Beseitigung des Problems und der Verbesserung des aktiven Lebens. Es werden gerade 7 neueste medizinische Präparate zur Registrierung freigegeben, die es sonst weltweit nicht gibt. Wir haben neue Richtungen geschaffen, wie Bioinformatik und molekulare Modellierung. Dafür müssen wir Spezialisten aufsuchen, die Kenntnisse haben in Biophysik, Chemie, Biotechnologie, also einfache ärztliche und biologische Kenntnisse sind hier nicht ausreichend. Molekulare Forschungen sind die Grundentwicklung der Medizin, die sogenannte molekulare Medizin. Die vom Chefautor der Zeitschrift Molekulare Medizin, Akademiker Ram Paltsev, Michael Alexandrowitsch, verfasst wurde. Das ist eine neue und glänzende Richtung, die wir als neue Klasse der Medizin einführen müssen, als neue Klasse der effizienten Medizin und die zusätzlich keine Nebenwirkungen hat. Darin liegt unsere Aufgabe. Produkte, die aus Peptidpräparaten hergestellt wurden, werden mittlerweile auch von Amerika mit großer Perspektive betrachtet und als ungefährliche medizinische Produkte angesehen. Wladimir Havinson ist ein sehr aktiver Mensch und hat wie viele andere Leute Hobbys. Bloß sehr außergewöhnliche. Denn er sammelt bereits sein ganzes Leben lang Wissen an. Ich habe früher viele Sportarten betrieben, auch professionell. Ich habe es immer geliebt, Fahrrad zu fahren oder zu schwimmen. Doch mein Haupthobby ist eigentlich meine Arbeit. Meine Arbeit ist die Suche nach der Wahrheit. Neueste wissenschaftliche Forschungen, Geheimnisse der Natur entschlüsseln, wir versuchen den Code des Lebens zu lösen. Das ist das, was mich wirklich interessiert. Der, der nach der Wahrheit in der Medizin und in anderen Bereichen sucht, der muss ein vielseitiger und gebildeter Mensch sein. Zitiert aus einem russischen Klassiker heißt es, wenn man im heißen Krieg Aufgaben gemeistert hat, dann hat man früher viele brauchbare Bücher gelesen. Und Havinson hat viele solche Bücher gelesen. Auf dem ersten Platz steht Faust von Goethe. Apropos, wurde der 2. Teil von Faust nach seinem 80. geschrieben. Goethe war ein sehr beeindruckender Mensch, absolut genial. Und Faust ist das Buch über die Evolution von Verstand, Gehirn, Entwicklung, was auch immer ihr wollt. Das ist das Buch Nummer 1. Noch ein Beispiel ist Martin Eden von Jack London, eine super exzellente Geschichte. Dr. Aerosmith von St. Clair Lewis, auch eine glänzende Sache, ist die Trilogie von Theodor Dreiser, der Finanzier, The Titan und der Stoiker. Auch Schischkow, unser russischer Schriftsteller, mit Ugrum Reka, ein exzellentes Stück, auf der Ebene von Dreiser, Prochor Gromov, wie Frenkel Privut. Havinson interessiert sich nicht nur für die Literatur, sondern seine Leidenschaft reicht bis in die Poesie. Er kann viele Gedichte zitieren und ist in der Lage, den Sinn dahinter zu finden und zu verstehen. Им не понять, как детям малым, что счастье не влетает в рот. Я б философский камень дал им, философа не достает. А вот, например, про мужчину и женщину. Двух сливая воедино, длит любовь блаженство миг. Но
конечная вершина единения троих. Ну что тут скажешь? Седины ваши зеркало покажет. Часы потерю золотых минут. На белую страницу строчка ляжет, и вашу мысль увидят и прочтут. По черточкам морщин в стекле правдивом мы все ведем своим утратам счет, а в шорохе часов неторопливом украдкой время к вечности течет. Запечатлейте беглыми словами все, что не в силах память удержать, своих детей, давно забытых вами, когда-нибудь вы встретите опять. Как часто эти найденные строки таят для нас бесценные уроки. Сонет Шекспира. Владимир Хавинсон уже давно мог бы... Владимир Хавинсон könnte sich längst zurücklehnen und seinen Erfolg genießen oder ins Ausland ziehen, um dort für die internationale Elite zu arbeiten. Aber er hat seinen eigenen wissenschaftlichen, persönlichen und kreativen Plan fürs Leben. Seine Devise lautet: Die Stärke der Einheit liegt in der Freiheit der Entscheidung. Das ist die Arbeit für den Erfolg, für die Ideen und das Wohlhaben seines Landes.